Boah, Leute, das neue Battle of Legends Set ist raus. Ich würde sagen, lass uns mal eine 25th Anniversary Secret Starlight Trail ziehen. Let's go! Moin Leute, was geht ab? Und hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, das neue Set Battle of Legends Mantra's Revenge ist draußen und wir machen heute zusammen ein Display auf. Und wir hoffen einfach, dass wir eine von diesen geilen, ich nenne es mal Starlight Rare oder Quarter Century Secret Rare Karten ziehen können. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein und machen wir das Ganze auf. Es gibt ja 3 bis 4 Quarter Century Secret Rare Karten pro Case. Das heißt, es ist auf jeden Fall wesentlich häufiger als ein normales Starlight Rare. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir vielleicht heute das Glück haben, eine von diesen Karten zu ziehen. So, Seami, Nummer 72, Shogi Rock, dann Lamia, Mother Spider Splitter und wir haben den Rock Rainbow Lucian. Ich glaube, die einzige coole Karte war diese Karte. Dann machen wir weiter. So, also ich finde, reprint-technisch ist das Set wirklich sehr, sehr, sehr geil. Das Danger Nessie in Secret Rare, sehr cool. Was für Quarter Century Secret Rare Karten drin sind, das ist doch eigentlich richtig krass. Aber da sind auch wirklich sehr, 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 sehr viele sind das, die wir haben. Deswegen, es ist halt sehr schwer, eine bestimmte zu ziehen. Also ich hätte gerne Zeus und IP, ganz ehrlich. Weil das sind meine 2 Lieblingskarten, die ich gerne im Mexa-Deck spielen möchte. Nice, Dark Hole. Das ist sehr nice. Und ja, ob wir das Glück heute haben und ob wir unsere Pechsträhne endlich mal brechen, was Starlight Rare Scene angeht, das werden wir gleich herausfinden. Das wäre natürlich geistig. Das ist schon ziemlich krass eigentlich, wenn wir wirklich schaffen, hier Sky Striker Mobilize Engage. Sehr nice, sehr nice. Das ist ein Alternative Artboard. We take it, we take it. Und ja, und allgemein IP wäre allgemein gut, weil ich mein IP eng vergessen habe. Und, bitteschön. Haben wir darüber gesprochen? Da haben wir IP Masquerena. So, dann hätte ich gerne auch noch meinen IP in Starlight Rare, wenn der Yu-Gi-Oh! Gerade so gut auf mich hört. Das wäre natürlich sehr, sehr, sehr krass. Dann haben wir hier den. Ich glaube, das ist eine gute Karte. Machen wir weiter. Und Zeus kann er mir auch geben. Also, Zeus wäre auch nicht schlecht. So, dann haben wir hier Sprite Smasher, sehr wichtig für mein Sprite Deck. Und Terraforming, sehr cool. Sehr, 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 sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. So, dann machen wir weiter. So, schreibt Leute in den Kommentaren auf jeden Fall, wie findet ihr das Set allgemein? Was ist das? Herald of the Pure Light. Wie ihr das Set allgemein findet, wie ihr die Reprints findet und natürlich die Quarter Century Secret Rares, die alles drin sind. Das sind halt echt viele. Noch ein Smasher haben wir hier. Seamin, Bento, Carrot, richtig. Und wir haben nochmal Danger Nessie. Das war ein guter, das war ein guter Booster auf jeden Fall. Da waren echt coole Karten jetzt drin. 4 von 5 Karten waren eigentlich richtig gute. So, dann haben wir Catticorn, Bestial Baldrake, auch richtig cool. Sage Edition und wir haben den Punk Ogre Dance. I like it, I like it. Da sind wirklich coole Karten dabei. Also, das ist wirklich sehr, sehr, sehr nice. Muss ich einfach sagen, das ist wirklich sehr nice. Draco Berserker, richtig schöne Secret Rare und allgemein einfach schöne Karten sind mit dabei. Also The Battle of Legend ist nicht nur, geht es nicht nur darum, dass man hier Dark Arm Dragon Secret Starlight Rare sieht, wie eigentlich viele von den Battle of Legends, sondern da geht es wirklich darum, dass man eigentlich ganz viele coole und schöne Reprints hat
womit man was anfangen kann. Und das finde ich sehr, sehr geil von Konami, das muss ich sagen. So, und wie man nicht vergessen, auf jeden Fall auf Abo-Button drücken. Wir sind auf einem guten Weg Richtung 1000. Uns fehlen wirklich nicht mehr viel. Das wäre natürlich sehr, sehr, sehr geil, wenn wir das vielleicht, wenn ihr gönnt, bis Europameisterschaft schaffen. Das wäre natürlich sehr, sehr, sehr cool. Marco Cosmos und wir haben den Golden Blue. Weiter geht's. So, IP haben wir. Jetzt brauchen wir IP in Starlight Rare. Smasher und Assault Synchro. Das ist eine richtig gute Karte, ist das. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Karte. I like it. So, dann machen wir weiter. Duality wäre auch natürlich sehr krass, wenn wir den Duality ziehen. Volcano Shell und wir haben den Synchro Zone. Dann haben wir die letzten 4 Booster. Ob die letzten 4 Booster uns jetzt was gönnen, das werden wir gleich sehen. So, Additional Mirror Level 7, irgendein Pendel, Don't Sleep, The Dogs of War, Puppet Pawn und wir haben den Super Poli. Super schön, Super Poli ist Krippe. We take it. Super Poli in Secret Trail ist mega cool. So, Mario Splitter, Promotion, Kuribo und wir haben den Madolche Queen Tiramisu. Ich glaube, die Karte gibt es auch in Quarter Century Secret, soweit ich weiß. Oh, wir haben noch 3. Ja, dann machen wir weiter. Haben wir irgendwelche komische Karten, dann haben wir das und wir haben Nightmare Eepli in Secret Rare. Ein weiteres Rarity Upgrade für mein Sprite Deck. Finde ich gut. Finde ich sehr nice. So. Rose Shaman, Additional Punk und wir haben einmal den Monstrous, the Dragon Crown. Und unsere Last Pack Magic vielleicht. Protection of the Element, Link Decoder, Black Mamba. Das ist einfach cool. Dann haben wir eine Ogre Dance. So, Leute. Also ich bin wirklich sehr zufrieden. Wir haben ja hier 2x Terraforming gezogen. Also wirklich sehr, sehr schön. Das finde ich sehr geil. Und wir haben den Engage gezogen, wir haben Dark Hole gezogen, wir haben Danger Nessie 2x gezogen. Also wirklich super schöne Karten. Also wirklich sehr, sehr cooles Set auf jeden Fall. Das muss ich sagen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren, kommentieren. Ihr wisst ja, wie das Game funktioniert. Alles, was ihr macht, ist kostenlos, kostet gar nichts. Und wenn ihr Lust habt, auf jeden Fall auf ein paar Remote Duel, könnt ihr auch auf mein Twitch-Channel vorbeischauen. Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr mal vorbeikommt, dann spielen wir 1-2 Runden. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Hau rein und ciao!